BalconyTV. Всем привет! С вами BalconyTV Санкт-Петербург. Меня зовут Аня. А у нас на террасе отеля «Три моста» Johan Meijer, гость из Голландии. Hi, Johan! Здравствуйте! Hello! Oh, it's so great you speak all the languages, Russian, English, German. Yes, yeah. I like it. Yeah, okay, we can stick to English for now. How are you? I'm okay, I'm fine. The sun is shining and I'm St. Petersburg. Yeah, that's great. What are you going to perform? I'm going to perform a song in German because I'm a Dutch, but I lived in Germany for a long time. I went to school. And it's about my period in Zapadny Berlin, West Berlin, where I lived in the 80s. And this song is called "Insel im Roten Meer," Island in the Red Sea, Ostrov v Krasnom Morju. Yeah, that's great. Okay, take it away as soon as you're ready. Hier hatte ich einmal mein Zuhaus, doch gibt's sie schon lang nicht mehr. Dein letztendlich unvermeidliches Haus fiel mir wirklich nicht schwer. Hier hab ich meine Spuren hinterlassen, hab Kohl in den vierten Stock geschleppt. Und meine Träume konnte ich in Verse fassen. Ja, der Frühlingssturm ist weggehebt. Insel im Roten Meer. Anderen fehlt ein ganzes Land, mir fehlen nur ein paar Straßenzüge. Immer an dieser Wand entlang, so lebt ich meine Freiheitslüge. Wie Mose durch das Rote Meer, das Echte, schwang ich den Stab, ging auf Transit. Lief meine Zukunft hinterher, durchschritt den Boden Schritt für Schritt. Insel im Roten Meer. Nee, keine Nostalgie. Insel im Roten Meer. Nie Heimweh hatte ich nie. Ich ließ dich so für immer dort zurück, doch weiß ich ganz genau, wie's mit dir war. Ich erinnere mich noch an das Glück, und Kreuzberg ist noch immer in Gefahr. Waren es weggeworfene Jahre, letztendlich ist ja alles für die Katz. Jetzt bin ich mir darüber im Klaren, damals fiel alles noch auf seinem Platz. Insel im Roten Meer. Nee, keine Nostalgie. Insel im Roten Meer. Nee, Heimweh hatte ich nie. Doch kratzt ein leichtes Zwacken
Welt Schmerz seele. Von meiner Krone brach ein Zacken. Thank you very much. So, how come you also speak Russian? Is it about the German? It's a long story, but my father, he used to read also Russian. He started to learn. Your father it. German? Yeah, no, my father is Dutch. Uh-huh. My parents are Dutch. And I remember when I started to read when I was five, six, I remember that in the house of my parents, my father had Russian books. And I saw letters which I could not understand. Mm-hmm. And it was very fascinating, different letters, yeah? And I thought, I want also to know these letters. So I, in different periods of my life, I tried to learn some Russian. Mm-hmm. Yeah. Well, that's very great. Do you have songs in Russian? Нет, только несколько слов. Some words sometimes in the songs I sing, I use sometimes one or two sentences in Russian. That's great. Yeah. I'd love to listen to that. Thank you very much. Thank you for this great song. Yeah. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое Йохану Майеру, нашему гостю. И спасибо от Эль-Три Моста за площадку. Увидимся снова скоро. Пока-пока. Balcony TV.